Mestiat Betna. De s'exprimer sous peine d'être arrêté. Là-bas, les arrestations sont arbitraires et les prisonniers sont soumis à des conditions inhumaines. Les universités sont fermées et les femmes ainsi que les hommes partent pour faire le service militaire d'une durée indéterminée, où ils subissent des tortures physiques et psychologiques. En Érythrée, il y a des logements précaires, la nourriture est insuffisante et il y a un accès limité aux soins. Il n'y a pas d'avenir en Érythrée. C'est pour ça que nous, les Érythréens, sommes venus ici en Suisse pour trouver du repos, pour trouver la liberté, un monde dont on ne connaît pas la définition et dont on ne connaît pas la sensation, pour avoir un avenir. Nous désirons être acceptés en Suisse. Nous désirons apporter à la Suisse notre connaissance, notre expérience. Nous avons demandé l'asile ici en Suisse, mais nous avons des permis qui nous permettent de rien faire. Nous avons soit l'ON, soit le F admis provisoirement. Nous nous sentons rejetés de toutes parts, incompris par le marché du travail, par les entreprises qui refusent de nous engager à cause de notre permis. Il y a cette impression d'être exclu, il y a au fond de nous un manque d'appartenance. Pourtant les jeunes sont nombreux à être nés ici ou avoir grandi ici comme moi. Mais le permis nous exclut, il nous limite. Aujourd'hui, si nous sommes venus ici, c'est pour dire que j'aimerais que les choses changent. J'aimerais avoir un permis qui me donne la possibilité de rester en Suisse sans me réveiller chaque matin en ayant peur de partir. Un permis qui ne me fasse pas sentir exclu, et cela est mon souhait, mais aussi le souhait de tous les Érythréens présents ici. Merci. Wegen der blauen Revolution werden wir nicht der Kriegshetze der eritreischen Regime folgen und uns in blutige Auseinandersetzungen mit vermeintlichen Feinden hineinziehen lassen. Wir wollen diese Gelegenheit nutzen, um der Schweizer Regierung und der Bevölkerung mitzuteilen, dass die blaue Welle darauf abzielt, die Propaganda- und Hasskampagne des Regimes zu stoppen. Wir haben keine Lust auf Kämpfe oder Konflikte und wir werden kein Blut vergießen zulassen. Daher fordern wir die Schweizer Regierung auf, geeignete Maßnahmen gegen diejenigen zu ergreifen, die als Flüchtlinge Asyl gesucht haben und trotzdem das diktatorische Regime unterstützen. Sie haben aus unserer Sicht ihr Recht auf Asyl verwirkt. Gegen das transnationale Repression. Dieses kategorische Militärregime begehrt nicht nur. Begeht nicht nur auf
Grausamkeiten und schreckliche Grausamkeiten an unserem Volk und unserem Land, sondern ist auch über die Grenzen aller Länder hinaus aktiv. Sendet seine Geheimdienste aus, übt Druck und Zwang auf alle Flüchtlinge aus. Die Diktatur braucht den Feind, um alle innenpolitische Überlebensberechtigungen zu haben. Diesen Feind findet das Regime nicht nur in den Nachbarländern Eritreas, sondern auch bei uns hier in der Schweiz. Diejenigen von uns, die heute bei dieser Versammlung anwesend sind, insbesondere die Mitglieder des Verbands F, der vorläufig aufgenommen sind, Opfer dieser grenzüberschreitenden Repression. Wir fordern die Schweiz darauf auf, die in diesem Land lebenden Flüchtlinge vor dieser transnationalen Repression zu schützen und gegen diejenigen vorzugehen, die uns auch unterdrücken. Abschließend wird dringend, dass die Propagandafestival, die von den Anhängern des diktatorischen Regimes organisiert werden, als Strategie der transnationalen Repression und der Hasspropaganda verboten werden. Menschenrechte! Menschenrechte!
መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራን ምንጽብራ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብያ ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ